Hallihallo, Freunde der guten Unterhaltung. Ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen hier zum Let's Play von Moss. Ich werde es kurz auspacken. Ein richtig tolles PlayStation VR-Spiel ist das. Und wir können uns das mal hinten angucken. Moss begeistert von Beginn an. Und so blieb es auch, sagt IGN oder IGN. In Moss muss sich die junge Maus Quill auf eine epische Reise begeben. Und sie braucht dich an ihrer Seite. Zusammen reist ihr zu vergessenen Reichen, löst knifflige Rätsel und bekämpft bedrohliche Gegner. Alleine kann das keiner überstehen, aber vereint könnt ihr sogar den finsteren Schurken bezwingen. Derzeit das beste PlayStation VR-Spiel, sagt Eurogamer. Polyarc hängt die Messlatte für das Erzählen in VR sehr hoch. Polygon. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hatte davon die Demo schon mal gezockt. Ich werde es kurz auspacken. Ich entferne eben die Folie für euch und dann schauen wir hier mal rein. Nichts, kein Beipackzettel, überhaupt nichts. Einfach nur das Spiel. Na gut, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr euch das Let's Play anschaut und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen in dieser Folge und dann geht es auch schon weiter. Vielen lieben Dank für euren Support, euer Johnny Fettfinger. Jep, 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 Freunde, es geht los. Es wird Moss geletsplayt. Hallo Freunde der guten Unterhaltung. Wir zocken Moss, das Mausespiel. Ich bin schon ganz freudig. Deine Zeit ist nun gekommen, werter Leser. Wir begannen diese Geschichte zwar schon vor langer Zeit, doch wir hoffen, dass du sie zu Ende bringst. Das ist jedoch nicht nur deine Geschichte. Nein, sie ist mit einer anderen verbunden. Und die Reise, die ihr gemeinsam unternehmt, könnte das Schicksal unserer beiden Welten verändern. Also dann. Wollen wir beginnen? Sehr, sehr gerne. Wir können loslegen. Die Nacht der Flammen wurde es genannt. Das, was von diesem dunklen, sternenlosen Himmel kam, würde die Welt von Moss für immer verändern. Die Ruhe, die endlich über das Land hineingebrochen war, wurde durch einen unüberwindlichen Albtraum gebrochen. Und in dieser Nacht waren die Tiere dem Tode nah. Zuerst töteten sie den König. Ein geflügeltes Wesen entsprang den Schatten und riss ihn aus seinem königlichen Schlafgemach hoch oben im höchsten Turm. Anschließend krochen die Schlange Sarfog und die Armeen der Geheimnisvollen aus der Unterwelt empor. Sie verwüsteten die Burg, in der Hoffnung, das zu finden, was dem König seine unbegreifliche Macht verlieh. Eines der sagenhaften Glasrelikte. Die königlichen Wachen kämpften tapfer. Doch schon bald war die Burg von dem Bösen der Geheimnisvollen übernommen. Jeder Raum war verwüstet, jede Statue, jeder Wandteppich und jede Verzierung verhext. Doch das Glasrelikt wurde nie gefunden. Sogar die scheuen Elfen legten in dieser schicksalhaften Nacht ihre Differenzen beiseite. Sie schickten einen großen Champion, ausgestattet mit ihrem eigenen Glasrelikt, um die Schlange und seine eiserne Armee herauszufordern. In der Zwischenzeit führte Sir Argus, Kommandant der königlichen Wachen, die Überlebenden in Richtung Westen, durch einen Tempel, den ihre Vorfahren schon lange verlassen hatten. Weit weg von ihren neuen Feinden. Es war eine mühsame Flucht. Nachdem sie den unbegehbaren Sumpf endlich durchquert hatten, fanden sie Zuflucht in einer idyllischen Waldlichtung,
die sicher in den Bäumen versteckt lag. Argus eilte an den Rand des Sumpfgebiets zurück, um an der Seite des Elfen-Champions zu kämpfen. Gemeinsam schlugen sie die Geheimnisvollen zurück und versperrten den Tempeldurchgang, der zur Waldlichtung führte. Doch der Champion wurde schwer verletzt. Er zog sich, sein Glasrelikt umklammernd, tief in den Wald zurück, wo er seinen letzten Atemzug nahm. Über ihm wuchs ein großer Baum. Er erfüllte über Jahre hinweg die Pflicht, das Glasrelikt aufmerksam zu behüten und wartete geduldig auf den nächsten Helden. Oh, ist das hell! Das strahlt die Augen komplett weg. Ich glaube, so langsam geht's los hier. Das haben die richtig toll gemacht mit der Geschichte und der Erzählung. Dieser Held, wenn auch ein unerwarteter, kam genau dann, als man ihn am meisten brauchte. Und der Schmetterling, so realistisch und so detailreich mit dem Baum, die Blätter fallen hinunter, hier raschelt es. Oh, da ist die Maus. Quill hielt sich schon außerhalb des Sumpfgebiets auf. Quill. Die Abenddämmerung brach bereits herein. Dennoch fragte sie sich, was sie wohl finden würde, wenn sie noch etwas weiter ginge. Quill hat Angst. Quill versteckt sich. Quill hat auch eine Gucci-Bag. Cool. Voll fett. Sie war sich nicht genau sicher, was sie aufgescheucht hatte, doch sie fühlte sich von dem Wesen, das lautlos auf sie herabsah, nicht bedroht. Also lautlos bin ich ja nicht, ne? Quill musste sich beeilen. Die Tore des Dorfes würden bald schließen und die Nacht würde hereinbrechen. Eine Trophäe gibt's schon mal hier für nichts, fürs Nichtstun. Wow, die Pilze und die Umgebung hier, der Hintergrund, die Bäume, das ist was von der Knaller. Kann ich euch nur empfehlen, das Spiel. Ganz ehrlich, ich habe davon die Demo gezockt gehabt und ich war so begeistert, dass ich mir das Spiel komplett gekauft habe. Das ist so der Hammer. Aber ich muss mich hier auch erstmal ein bisschen wieder einspielen, ist schon ein bisschen her, seitdem ich die Demo gezockt habe. Ach ja, genau, man kann mit den Tasten, wenn man mit dem Ball hier angeht, bis es leuchtet, seht ihr, es leuchtet, dann kann man L2 drücken oder R2 oder auch beide Tasten und dann kann man Gegenstände bewegen. Dann kann man das hier rausziehen, dann kann ich hier rüber. Und das ist wirklich wunderhübsch. Man kann einfach nur so eine halbe Stunde hier sitzen und sich die Umgebung anschauen. Man entdeckt immer was Neues. Astrobot hat mich schon begeistert, aber Moss, ich glaube, das toppt es nochmal komplett. Von der Spielmechanik war Astrobot schon richtig genial. Aber auch von der Grafik toppt Moss das, glaube ich, nochmal komplett. Okay. Hier sehe ich wieder einen Stein. Den kann man schon mal verschieben. Alles weitere sehen wir dann.
hier rüber. Ihr Onkel hatte sie oft gewarnt, dass nachts die größten Gefahren drohen. Doch Quill bevorzugte stattdessen die Geschichten über die magischen Wesen, die erwachten, um den Wald zu beschützen. Wie er sich die Füßlein abschüttelt, das restliche Wasser. Okay, hier muss ich mich entlang hangeln. Ich hangel mich hier entlang und spring hier runter. Perfekt. Hier kann ich nicht hoch. Ich glaube, ich muss den Stein wieder zurückschieben. Dann jetzt nochmal zurück. Und dann komme ich rüber. Ja, da braucht man schon mal nicht mal ein kluges Köpfchen. Ein kluges Köpfchen und ein cooles Köpfchen. Genau das wollte ich sagen. Ich bin so begeistert von dem Spiel. Ich habe komplett meine Sprache verlernt. Wo ist denn die Maus jetzt? Maus? Quill? Ach, da oben ist Quill. Da kommt er rausgelaufen. Man kann auch die Holzkisten hier kaputt machen, aber ich weiß nicht, was man dafür bekommt. Punkte oder keine Ahnung. Geht nicht kaputt. Da wird's wieder kaputt. Irgendwas sammelt man da ein. Irgendein Feenstaub, Käsestaub, was auch immer. Mausestaub, Mäusestaub. Das geht auch kaputt. Da oben liegt wieder so ein. Eine Schriftrolle. Wie komme ich denn dorthin? Komme ich hier hoch? Will? Kommst du da hoch? Selbstverständlich. Ach Quill, mach doch keine Faxen. Geht doch. Jawoll! Dann ist man, glaube ich, durch. Das ist auch toll. Man kann hier so um die Ecke linsen. Richtig gut gemacht. Auch die Umgebung. Wunderschön. Einfach nur hier im Wald. Das ist so detailreich. Und die Klänge, die Musik, das passt alles. Das harmoniert wirklich. Und da ist noch eine Maus mit einem Hut oder so. Genauso wie ich, mit dem Hut auf. Richtig klasse, das zu beobachten, was hier so geschieht. Fantastisch, Freunde, fantastisch. Das ist wirklich wunderschön. Jemand am Angeln, hier richtig alles belebt. Ihr seid aber ganz schön klein. Hallo. Da kommt man nicht hoch. Da gehen die in einen Baumstumpf hinein. Und wir laufen weiter. Da ist noch ein Tier. Das ist ein Biber. Das ist ein Biberschwanz. Das ist eine Maus, eine Ratte.
Na gut, dann machen wir mal weiter. Da liegt wieder ein Dokument. Oder eine Schriftrolle, besser gesagt. Und wie komme ich da jetzt hin? Da oben ist ein Schalter für die Brücke, ein Hebel. Ich glaube, hier kann ich was machen. Das leuchtet nämlich wieder. Genau. Ich kann das anhalten und dann kann ich hier rüber. Aber ich kann nicht in jeden rein, weil ich muss. Oder doch? So. Ich probiere es mal. Das ist zu spät. Nehmen wir den nächsten. Dann kann ich das verlangsamen mit meiner speziellen Fähigkeit und hier rüber. Und dann hier entlang hangeln. Da geht's nicht. Aber ich hoffe hier. Nee, auch nicht. Dann muss ich erst hier rüber. Aber hier geht's. Ja. Dann hole ich mir die Schriftrolle. Was ist denn abgebildet da drauf? Kann man gar nicht erkennen. Ich habe mir wirklich an alles gedacht, sogar hier diese Pilze, die an den Bäumen wachsen, richtig wie im Wald. Wahnsinn. Einfach wunderschön. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Wie komme ich jetzt darüber? Wow, der balanciert richtig darüber. Das ist ja toll. Das ist wirklich ein Spiel, das ist. Das bringt einen immer wieder zum Staunen. Und hier muss ich, glaube ich, warten, bis die Holzfläche kommt und das Ganze verlangsamen. Jetzt zum Beispiel. Und dann rüber. Ja, kräftig Quill. Du hast da was in der Ahnung, oder nicht? Dank ihres neuen Freundes gewann Quill kostbare Zeit auf der Sanduhr. Jawohl. Quill und Johnny Fettfinger. Wir meistern das hier. Ich muss das ein bisschen wieder verlangsamen hier, damit ich hier rüberkomme. Aber einen Moment mal, wie komme ich denn? Bin ich hier runtergesprungen? Ja, das geht. Und wir betreten die Brücke. Richtig knuffig, der Quill. Eichhörnchen, cool. Sie rannte nice. Auf die Tür der Hütte zu, in der sie mit ihrem Onkel wohnte, in der Hoffnung, er würde beim Anblick ihrer Entdeckung in dessen Legenden eintauchen. Da oben sind kleine Häuschen. Was es hier alles zu entdecken gibt. Was macht das Eichhörnchen denn? Hallo? Passiert nichts? Ui. Onkel Argus schaute zu, wie das Abendlicht langsam verschwand, als Quill durch die Eingangstür ihrer Hütte stürmte. Onkel, Onkel, das musst du dir ansehen. Wieder mal nach dem Glockenschlag draußen gewesen, sprach er enttäuscht. Quill, ich habe dir schon unzählige Male gesagt. Ich weiß, antwortete Quill niedergeschlagen. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten, aber ich habe etwas Sonderbares und Magisches gefunden. Richtig gut gemacht, man bekommt wirklich Gänsehaut, so toll ist das. Auch die Umgebung hier, und ich sehe gerade hier rechts, das sind, glaube ich, die Schriftrollen, die Teile, die man findet. Jetzt erkenne ich das auch, das so wie so ein Mandala. Okay, wir können blättern. Ich blätter mal. Quills Hände zitterten, als sie ihm das Glasrelikt zeigte. Was ist los? Fragte sie. Panik erfüllte die stoische Miene ihres Onkels. Wo hast du das gefunden? Brüllte Onkel Argus. Quill hatte ihren Onkel noch nie so aufgewühlt gesehen.
westlich der Waldlichtung, erklärte sie. Gleich nachdem ich es aufgehoben hatte, begann mir etwas zu helfen, sagte Quill. Onkel Argus folgte ihrer Geste. Ein Leser? Bei dir? Hier? Jetzt? Quill, was du da gefunden hast, ist sehr mächtig und äußerst gefährlich, sagte Onkel Argus sehr besorgt. Wenn ich dir diese Last abnehmen könnte, würde ich es. Doch dieser Leser hat entschieden. Wahnsinn, das fesselt einen richtig. Auch wenn Vollmond ist, ich muss gehen. Jetzt sofort. Quill beharrte. Wohin gehst du? Ich kann helfen. Wir können helfen. Nein, schnauzte er. Sie werden dich finden und in Stücke reißen. Ich muss allein gehen. Es ist zu deiner eigenen Sicherheit und für alle hier in der Waldlichtung. Seine lange, innige Umarmung verriet ihr, dass ihm Gefährliches bevorstand. Wahnsinn, Freund, ich muss da erstmal echt durchatmen. Das ist so richtig knuffig gemacht, ne? Also ganz ehrlich, ich finde, ist nicht nur für Kinder, ist auch für Erwachsene. Ich sitze ja selber hier, ich bin ja selber ein großes Kind. Der eine oder andere wird es wissen. Ich denke mal, ich werde gleich einen Cut machen, wenn es weitergeht. Weil das Video wird sonst zu lang. Ich komme noch vor Mitternacht zurück. Du musst mir dein Wort geben, dass du bis dahin mit diesem Glasrelikt die Waldlichtung nicht verlässt. Versprich mir das, Quill. Ich verspreche es, sagte sie widerwillig. Und fragte sich, wo ihr Onkel wohl so spät in der Nacht noch hingehen würde. Das ist wirklich, wirklich der Hammer, Freunde. Und das sag ich als Hardcore-Shooter-Gamer. Ich Zombie-Spiele, ich baller den Zombies gerne den Kopf weg. Call of Duty, Fortnite und so. Aber das wirklich, ja, faszinierend ist das. Wirklich, ganz ehrlich, heftig. Ah, ich sehe nichts. Ja, das haben die ein bisschen doof gemacht mit dem weißen Licht. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaut auch demnächst wieder rein, wenn es hier heißt Moss, das Mausegame. Quill und Johnny Fettfinger. Oh. Das schauen wir uns noch an. Ich glaube, das kenne ich aus der Demo. Hey, Kleines! Kleines! Wach auf! Bums. Hey, Kleines! Hier drüben! Ich weiß, wo dein Onkel ist. Ich kann es dir zeigen. Ihr seid jetzt zu zweit. Das ist sehr wichtig. Nimm dieses Glasding mit und deinen Kumpel auch. Wir werden sie brauchen. Ja, dein Kumpel Johnny Fatfinger, aka Hoodboy 1337. Und Freunde, das war's erstmal für diese Folge. Ich bin wirklich, wirklich verzaubert hier von diesem Spiel. Fantastisch, was alles möglich ist. Ganz, ganz toll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, für euren ganzen Support. Ich küsse eure Augen und kämme eure Haare. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und Wohlstand, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.